Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Uli vom Schrevenranner Projekt. Und in diesem Video geht es um die 10 Kilometer Trainingspläne und noch ein paar Tipps dazu, was man da so beachten sollte, wenn man da mit einsteigt, wenn man sich vorbereiten möchte. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und nach einem kleinen Intro sehen wir uns auch gleich wieder. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Und was sollte man jetzt beachten, wenn man jetzt für den 10 Kilometer Wettkampf trainieren möchte? Na klar, sollte man sich auch einen Trainingsplan besorgen bzw. einen schreiben oder schreiben lassen. Und damit hat man auf jeden Fall erstmal eine gute Basis und eine gute Struktur, um auch einzusteigen für seine Wettkampfvorbereitung. Und ich blende euch jetzt hier einfach mal eine Folie ein, was man da so beachten sollte, wenn man das jetzt machen möchte. Zum einen sollte man auf jeden Fall mindestens bei einer 10 Kilometer Wettkampfvorbereitung schon so 8 Wochen einplanen vorher. In diesen 8 Wochen sollte man auch kontinuierlich die Leistung auch steigern, damit man sein Ziel auch erreicht. Das wird sicherlich irgendwie eine Zielzeit sein, die man sich so gesteckt hat. Sei es jetzt 60 Minuten für 10 Kilometer oder vielleicht 45 Minuten, vielleicht auch nur ankommen. Alles großartige Ziele. Und da braucht es natürlich eine gewisse Zeit, bis man auch eine gewisse Grundfitness hat, um auch eben entsprechend diese Zielzeiten zum Beispiel zu erreichen. Das ist so erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man nicht nur auf das Laufen an sich setzen sollte, sondern man sollte auch Krafttraining machen. Man sieht das ja auch sehr häufig bei Läufern, die sehr lange unterwegs sind. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Stunde unterwegs ist oder vielleicht auch darüber hinaus, dann merkt man schon bei einigen Läufern, dass die Rumpfstabilität dann nicht da ist. Also bei einigen sieht man das, dass sie so ein bisschen gebückt laufen zum Beispiel, wenn sie dann ins Ziel laufen bei Wettkämpfen. Und da sieht man schon, da sind Defizite da, die man ausgleichen sollte durch Kraftsport. Der dritte Punkt, Lauftechniktraining, Lauf-ABC-Übung. Sowas darf natürlich auch nicht fehlen. Und da sollte man einfach mal vielleicht auch mal eine Stunde investieren bei einem Lauftrainer zum Beispiel. Und dass der einfach mal raufguckt, okay, wie ist der Laufstil denn? Bist du eher doch noch Fersenläufer oder vielleicht dann doch Mittelfußläufer schon? Dass man da einfach mal schaut, was gibt es da für Möglichkeiten, um eben entsprechend an dem Laufstil zu arbeiten. Und dafür setzt man grundsätzlich das Lauf-ABC ein. Und da gibt es halt immer einen Fundus an Übungen. Das sind schon mal 3 wesentliche Aspekte, die du auf jeden Fall beachten solltest. Wenn dich das ganze Thema interessiert, 10 Kilometer Trainingspläne, du möchtest jetzt einen Wettkampf angehen, du hast ja auch einfach mal 8 Wochen Zeit jetzt, das umzusetzen, dann habe ich auch eine Empfehlung für dich. Wir haben jetzt auch 10 Kilometer Trainingspläne im Angebot, wo wir auch einen Online-Kurs mit dabei haben, wo wir Lauf-ABC-Übungen dabei haben. Ich mache das wirklich vor, wie das Ganze funktioniert mit den Lauf-ABC-Übungen. Auch noch Best Practice dabei haben mit wirklich großartigen Tipps für dich, damit du auch wirklich deine Ziele erreichst bei deinem 10 Kilometer Wettkampfvorhaben. Wenn dich das Ganze interessiert, hier unten unter dem Video findest du einen Link. Kannst du einfach mal draufklicken und dann kommst du auf die Webseite und dann kannst du dir das einfach mal anschauen und dann kannst du für dich entscheiden, ist das jetzt was für dich oder eben halt nicht. Ja, das kannst du dann entscheiden, wie du willst. Ich wünsche dir erstmal weiterhin viel Spaß hier auf dem Kanal. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren natürlich. Da freue ich mich natürlich drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wahrscheinlich wieder. Bis dahin, dein Uli. Ciao.